Hallo zusammen, hier ist Jana aus meiner Bastelecke. Heute zeige ich euch das letzte Video von einem der Projekte, die ich zu Weihnachten gemacht hatte. In dem Falle eine Diorama-Gutscheinbox für meine Mutter. Diorama heißt, das ist so eine Art Schaukastenlandschaft, wie auch immer. Ich habe hier eine Karte ausgedruckt, wo genau das Ziel drauf ist, da stempel ich jetzt diesen Geotag hin. Das ist in den Niederlanden und zwar ist das eine Messe für Puppenstuben. Und meine Mutter möchte gerne ihr Elternhaus als Puppenstube nachbauen. Deswegen fahren mein Freund und ich da mit ihr hin. Das ist im Oktober. Und naja, weil wir da eben jetzt keine Ahnung, Eintrittskarten oder irgendwas hatten, haben wir eben einen Gutschein verschenkt. Und den baue ich jetzt so langsam nach und nach. Ich wusste am Anfang nicht wirklich, wie er aussehen sollte. Das heißt, es entsteht hier langsam. Beim Startort habe ich jetzt so ein kleines Herzchen gestempelt. Die Stempel sind aus dem Stempelset. Was ist es denn? Point and Click. Das ist ein Project Life Set, was es, glaube ich, nicht mehr gibt. Das ist von meinen alten Sets her. Aber ich brauchte eben dieses kleine Geotech-Zeichen. Und jetzt verkleide ich hier gerade die Box, damit dies nicht einfach aussieht wie ein Karton. Das ist so ein Strukturklebeband, was ich im Baumarkt besorgt hatte. Und da habe ich einfach ja, die Seiten mit beklebt, dass es ein bisschen schöner aussieht. Die Karte, diese Landkarte, habe ich hier hinten mit doppelseitigem Klebeband reingeklebt und erstmal habe ich nur oben festgemacht, weil ich da noch ein paar Sachen auf die Landkarte drauf mache. Genau, dann fummel ich das quasi da oben erstmal nur so rein und lasse es unten eben erstmal offen, um da noch mehr hinzumachen. Und deswegen habe ich mir jetzt hier das Auf- und Davon Stempelset besorgt für Project Life. Ich glaube, das gibt es auch noch im Jahreskatalog. Müsste es sein. Und da habe ich mir dieses kleine Autochen rausgeholt und habe dann festgestellt, dass es leider in die falsche Richtung fährt. Und deswegen habe ich dann versucht, indem ich den Stempel normal auf einen anderen Acrylblock gestempelt habe und den dann wiederum auf ein Blatt Papier gedrückt habe. Es hat funktioniert, dann fährt das Auto in die andere Richtung, aber natürlich ist der Stempelabdruck nicht so schön. Hier sieht man das nochmal und ich habe das ein paar Mal hintereinander gemacht, bis es mir ja, dunkel genug war und eben so, dass man es gut genug erkennen kann. Und wenn ich das dann jetzt oft genug für mich gemacht habe, so dass es einigermaßen passt, dann fange ich an, das auszuschneiden, einfach mit der Schere. Wichtig dabei, es geht einfacher, wenn man die Schere eigentlich relativ ruhig hält und dafür eher das Papier dreht. Und nachdem da dann doch die ein oder anderen hellen Flecken noch sind in dem gestempelten mit dem über den transparenten Block, habe ich mir einen Wassertankpinsel genommen und mit der gleichen Farbe, mit der ich auch gestempelt habe, bin ich dann nochmal rübergegangen, um das einfach ein bisschen gleichmäßiger aussehen zu lassen. Ich habe auch geguckt, dass ich nochmal über die Reifen drüber gehe. Muss man natürlich vorsichtig sein, aber der Pinsel ist auf jeden Fall dünn genug und ich streiche den jetzt einfach aus, dass er wieder sauber ist. Um das Auto jetzt zu befestigen, habe ich einfach nur kleine ja, so Papierstreifen über die, also hinten an den Reifen geklebt und will die ja da jetzt eben durchstecken durch die Karte, dass das Auto quasi ja, wie auf der Karte fährt, wenn man so will. Und damit das funktioniert, habe ich mir einfach ein Stück von dem Karton untergelegt und bin mit dem Cuttermesser, habe ich zwei kleine Schlitze reingemacht, wo ich dann eben diese Laschen, die ich da an die Reifen reingeklebt habe, reinstecken kann. Und dann fixiere ich mir das Ganze einfach hinten noch mit Tesafilm, dass es nicht wegrutscht. Und dann kann ich es quasi auch hinkleben. Also dann habe ich einfach ganz vorne nochmal so ein Streifen doppelseitiges Klebeband hingemacht und dann eben die Karte vorne festgeklebt. Dann habe ich geguckt, dass ich es erstmal bis nach ganz vorne ziehe und gucke, dass es bündig abschließt.
Und dann habe ich es hingedrückt. Als nächstes habe ich mir dann von der Internetseite, wo ich das gelesen hatte mit der Messe, mit dieser Puppenstubenmesse, habe ich mir quasi das ausgedruckt mit dem Datum drauf und auch steht auch auf Niederländisch und auf Englisch mit da. Und dann habe ich festgestellt, als ich das ausgeschnitten hatte, dass es doch ein bisschen zu groß ist für den Karton. Habe es also nochmal kleiner ausgedruckt und mir wieder zurechtgeschnitten, weil ich das so machen wollte wie, ja, wie so eine, sagen wir mal, so eine Plakatwand, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Quasi so eine Art Werbung. Und damit das aber jetzt, also diese Karte ist ja ziemlich schräg da drin, weil die ja von hinten oben nach unten vorne quasi geklebt ist. Und deswegen habe ich mir jetzt ganz viele Abstandshalter hinten drauf gebaut, quasi so Türmchen, dass es oben weiter absteht und unten eben näher dran ist. Die mit den Dimensionals, diese Abstandshalter-Klebepads, die doppelseitig sind. Und dann ist es unten noch ein bisschen abgestanden, weil ich ja unten keinen Kleber dran hatte. Da habe ich einfach mit Klebepunkten gearbeitet. Das ging jetzt oben, da wo dieses Schild sitzt, schon. Bei den nächsten, die ich anbringe, habe ich da immer noch mal mit so einem Abstandshalter gearbeitet. Und dann ist dieses rote Tape einfach immer wieder abgegangen hinten an dem Karton. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, dann nehme ich halt jetzt das starke rote Klebeband. Also das, was hinten drauf so ein rotes Schutzpapier hat, und habe damit dieses Tape nochmal hingeklebt, dass das auch ja hält und nicht abgeht, wenn es bei meiner Mutter rumsteht. Leider gibt es das Klebeband nicht mehr zu kaufen bei Stampin' Up. Jetzt habe ich noch ein Schild gemacht mit der Bordfensterstanze und dem Stampin' Write Marker in Glutrot, mit dem man ja auch schreiben kann auf der einen Seite. Und ich habe eben auch schon in Glutrot die Stempel gemacht, das kleine Herzchen und den Geotag. Deswegen bin ich dabei geblieben, habe mir das Schildchen gemacht und du bist dabei. Und dann habe ich mir von den Rändern von diesen Abstandsklebehaltern, also Dimensionals, habe ich mir ein Stück abgeschnitten, dass ich auch hier wiederum nur oben was hinmachen kann, und habe mir da auch wieder ein Türmchen gebaut, dass ich das Schild ähnlich wie das andere da reinkleben konnte. Dann fehlt jetzt nur noch das letzte Schildchen. Das ist das, wo der Gutschein draufsteht, dass sie auch weiß, worum es hier geht. Nämlich nicht nur den Eintritt zur Messe, sondern einfach einen Wochenendtrip, den wir mit ihr zusammen in die Niederlande machen. Und wie ihr seht, habe ich es einmal geschrieben gehabt und dann hat es irgendwie nicht schön ausgesehen. Dann habe ich es einfach nochmal geschrieben. So wusste ich dann, wie ich den Abstand, also wie groß ich die Buchstaben mache und so, dass es eben einigermaßen gleichmäßig aussieht. Und auch hier natürlich musste ich mir wieder Türmchen bauen mit den Abstandshaltern, mit den Klebepads. Nur ein bedeutend größeres Türmchen, weil da die Schräge immer, ja, schräger wurde. Das ist jetzt auch das letzte Schildchen. Wenn das drinne ist, bringe ich jetzt hier an. Dann ist quasi der Gutschein fertig. Natürlich muss unten noch festgemacht werden. Und dann sieht das Ganze so aus. Nochmal in Nahaufnahme, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Mit dem kleinen Autochen. Genau. Also sehr individuell gestalteter Gutschein und nicht einfach nur eine Karte, ein Stück Papier, was auch immer. Meine Mutter hat sich sehr drüber gefreut. Ich bin mal gespannt, wie das Wochenende im Oktober wird. Und hier sind nochmal zwei Bilder von Weihnachten, wie sie das Geschenk auspackt und sich drüber freut. Und jetzt kommen noch ein paar Outtakes. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Das Auto fährt in die falsche Richtung. Warte mal. Es fährt auch in die falsche Richtung. Das kann doch nicht wahr sein. Das fährt nach rechts. Es fährt so rum. Schlecht.